Er ist glücklich, der sein Leben solcher Arbeit stets geweiht. Auf Gesellen greift zur Axt und regt die Nerven arme, das so Herz als Blut mit jedem Streiche mehr erwarme. Dritter Schlag im Holz, als will die Erde erbeben. Jaust des Zimmermannes Brust vor wonnigem Leben. Wackerer Zimmermann, hast ja Freude dran. Wohlauf, denke, was du kunstvoll baust, trotz jeder Wut in grausen Wettern. Was dein Beil erfasst, das muss ein kräftiger Hieb auf zerschmettern. Jeder hat nur seine Beine los. Das muss wahr sein, du bist ein ganzer Kerl, ein Zimmermann, wie ihn Gott verlangt, und dabei ein Liedersänger, der seinesgleichen sucht. Da kommt Mariechen. Ist es nicht schrecklich, dass sie mit ihrem niedlichen Gesichtchen die Nichte eines Bürgermeisters ist? Nein, es ist zu arg. Auf Schritt und Tritt geht einem der Mensch nach. Mensch? Welcher Mensch? Ach, ein junger Franzose, der seit gestern hier herumschleicht. Warum schleicht er herum? Er meinte, ich wäre recht hübsch und kurz und gut, ich wäre recht hübsch. So? Das ist ja recht hübsch. Aber warum ich eigentlich komme? Mein Oheim hat unser Verständnis ausgewiesert, glaube ich wenigstens. Er will heute auf den Werften selbst nachsehen. Was er auch im Schilde führt, sei guten Mut. Ich bin und bleibe dir treu. Und heute gehen wir zum Fest. Du weißt doch, dass ich Brautjungfer bin. Ach Gott, da wirst du wieder alles bezaubern. Sehen Sie den Eifersüchtigen. Ach, lieber Peter, du musst noch gewaltig gezogen werden. Die Eifersucht ist eine Plage, weh dem, der ihr zum Opfer fällt. Sie schaukelt jede trübe Tage. Ei, das möchte ich auch wissen. Zwar kenn ich dieses Gastgefieber, nur eigentlich vom Namen her, da merk ich's nicht bei dir, mein Lieber, so wüsste ich nicht, dass es vorhanden wär. Es ist aber einmal da und ich habe alle Ursache dazu. Oh ja. Wenn bei unseren Festen alles sich im Tanze dreht und wenn einer von den Gästen zeigt, dass er mich nicht verschmäht, wenn er während wir pausieren, mich mit viel und freundlich fragt und mit artigen Manieren einige Schmeicheleien sagt. Zum Exempel, diese Wangen, diese Lippen purpurrot, wecken grünes Verlangen. Sie bezaubern mich, bei Gott wäre es mir erlaubt zu fragen, ob ihr Herz so fleißig fühlt, wenn mit einem Wort zu sagen. Dann darf ich doch. Dann darfst du niemals eifersüchtig sein. Dann darfst du niemals eifersüchtig sein. Mein Herr, du weißt es ja. Bleib ewig dein. Guten Morgen, Peter Michailow. Hast du Nachrichten von Moskau? Ja, Sire, und ernstliche Besorgnisse. Ihre Feinde sind tätiger als je. Ah, glaubt diese zügellose Schar, die Zeiten Fedors und Iwans seien noch nicht verstrichen? Die Verräter sollen büßen. Lass alles zu meiner Abreise bereiten. O Santa Justitia, ich möchte raten, ich möchte raten, und früh bis spät lauf ich herum. Ich bin von Amtspflicht ganz aufgeblasen, das Wohl der Stadt bringt dich noch um. Das Wohl der Stadt bringt dich noch um. Kein Zug fährt in der Stadt war so schlimm, als ein Vorstand und Rat Republik an. Hab ich stets den Sinn, man weiß es ja, dass ich ein Kodex bin, albern Jung ruft dir zum Preise, albern Jung ruft dir zum Preise. Ich bin da ganz böses Kind. Oh, ich bin klug und weise und mich betrübt.
nicht. Oh, ich bin klug und weise und mich betrügt man nicht. Denn ich bin betrügt man sicher nicht, denn ich bin betrügt man sicher nicht. Sicher nicht. Innen meines Geistes Siege, ich bin ein zweiter Salomo. Dazu der Korpus noch in petto mit einer nicht glauben, was mir alles auf dem Halse liegt. Da lest einmal. Das Lesen ist von jeher meine schwache Seite gewesen. Wenden Sie sich hier an meinen Gesellen, den Peter Michailo. Lies laut, mein Sohn. Es liegt den Generalstaaten sehr viel daran, von den Tun und Lasten eines Fremden namens Peter, der gegenwärtig auf den Werften zu Sardam arbeitet, unterrichtet zu sein. Ich bin entdeckt, das bin ich. Das ist eine äußerst verwickelte Sache. Was man sagt, ein Casus Confucius. Ich wette, in diese Sache ist eine wichtige Person verwickelt. Ein Ausreißer vielleicht, ein Destillateur. Frau Meisterin, lasst sämtliche Arbeiter sich hier verrammeln. Tutti frutti, das heißt alle. Es haben sich hier antwortet laut und mit Verstand. Wer von euch allen wird Peter genannt? Ich heiße Peter. Seid doch nicht so fürchterlich. Und welcher ist ein Fremder von euch? Wir beide sind fremd. Das ist mir gleich. Antworte, wo bist du geboren? In Polenz. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Wo bist du geboren? In Moskau. Der Fall wird kitzlich, so will mir scheinen. Da hab ich wieder zwei für einen. Mit dieser Arbeit, ihr lieben Leute. Ich weiß genug, ihr Freunde. Auf diesen einen gebt wohl acht. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Da ist er. Jetzt krieg ich heraus. Nun, mein lieber Herr Ivano. Wie, Herr Bürgermeister? Sie sind also nicht gegen mich? Ich? Oh, Herr Ivanov, wie können Sie mich für so, mit Erlauben zu sagen, unpolyphonitechnisch halten? Darf ich wohl den Worten trauen? Darf ich wohl den Worten trauen? Spielt nicht etwa den Schlauen, was ihm sonst war schwer gelingt? Darf ich es denn wirklich wagen, alles ihm vorauszusagen, ob es mir den Schaden bringt? Der ist draußen an der Sprache. Und doch kannst du mich ganz so sehr, du bist die Sache. Oh, es gewagt, das ist gewagt, wenn ich einfach geschmacke. Und ist es geschehen, dann kann ich zurück nimmer mehr. Jetzt hab ich's, dann fang ich ihn gleich. Was ist der Plan in Bezug auf Frankreich? Mein Plan? Ja, der Plan, ich meine, der Plan. Was kriegt ihn dann schon wieder an? Mein Gott, Sie kennen doch Frankreich. Nein, nicht! Doch soll's ein schönes Ländchen sein. Diese Wendung war sehr fein. Diese Wendung war sehr fein. Wie wär's, wenn zum Geständnis hinzubringen,
ich nun Hoffnung machte auf Marien. Sie lieben meine Nichte. Was ist das? Herr Stutz. Sie lieben sie nicht wahr? Hab ich recht? Wie kommt in diesem Augenblick herauf Marien? Herr Stutz, schon wieder. Lieben Sie sie nicht? Ich weiß nicht, soll ich sie bestehen? Nun, junger Stutzer, hören Sie mich an. Gelingt des Obersten gehoffter Plan, so könnte wohl es sich gestalten, dass sie Mariens Hand erhalten. Was hör ich? Sprach. Oh, welch ein Glück, oh, welch ein Glück, welch süßes Glück. Alles will ich zugestehen, sollen sie bereit mich sehen. Oh, wie konnte ich jemals so? Es war ein weises Stück. Zu erreichen dieses Glück. Endlich wird es mir gelingen, die Geliebte zu erringen und zu ernten reichen Lohn. Ja, aber kann es mir gelingen, in die Fache sie zu bringen, Ruhe und Ehre zu erringen und zu ernten reichen Lohn? Ja, aber kann es mir gelingen, in die Fache sie gelingen, Ruhe und Ehre zu erringen und zu ernten reichen Lohn? Den Fischen Lohn, den Fischen Lohn, den Fischen Lohn. Sieh da, Mariechen, und der windige Franzose hinter ihr her. Diesmal, mein holdes Kind, entfliehen Sie mir nicht. Ist es bei Ihnen zu Lande Sitte, dass man am helllichen Tage jungen Mädchen nachläuft? Mein schönes Kind, wie nennt sich der junge Brausekopf? Peter Iwanow Ihnen zu dienen. Peter Iwanow? Es wäre doch zu lustig, wenn ich durch die Neckerei mit einem Mädchen den Zahn entdeckt hätte, den ich seit 2 Tagen suche. Das Fest beginnt, seid ihr bereit und fertig? Ja, natürlich. Was gibt es wieder? Herz zwischen den Beinen. Das ist wahrlich ein anderer Mann. Sir, ich habe sie erkannt. Wer sind sie? Marquis von Châteauneuf, vom König von Frankreich hierher gesandt. Wollen Sie die Gnade gewähren, mich huldreich anzuhören? Mein Freund, auf Ihr Inkognito bedacht, wir treffen uns für jetzt so viel, dass mir Ihr hier sein Freude macht. Es führt vielleicht, vielleicht uns zum gehofften Ziel. Jeden unserer Worte. Ich harre ihrer am genannten Orte. Alle nächsten Tage zwei, stimm mir bei, das ist ja der Parlez-vous von heute früh. Er hat es auf Marien abgesehen. Der Iwanow, wo steckst du denn? Ich suche dich überall. Hast du mich wirklich aufgesucht? Du meinst doch nicht etwa den Franzosen? Ja, ja, sehen Sie sich nur um. Die Rede ist von Ihnen. Sie haben mich also wiedererkannt, mein schönes Kind? Mein Herr, wir haben keine Zeit. Wir müssen zum Konzert. Ich singe vor. Ach, dürfte ich Ihnen doch nachsingen. Können Sie denn auch singen? Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen, wieder wielen muss ich fort. Doch ich liebe dich von Herzen, darauf.
andern soll's jemals gelingen, mir auch entfernt nur gefährlich zu sein. Konnt ich dein Herz, deine Liebe erringen, kann ich auch ewige Treue dir weihen. Ewige Treue, wie ich dir weihen. Ewige Treue, dir keine Treue. Schon gut, stattet mir morgen eure Berichte ab. Was gibt's, Herr Bürgermeister? Kleinigkeit. Soeben meldet mir mein Schreiber, dass verschiedene Gefangene entwischt sind. Ei, das ist denn doch. Ach, das ist mir schon 100-mal passiert. Da fange ich mir eben ein paar andere. Holla, Rum, Gläser, Papier und Tinte. Ausgediente Vollmaschinen war. Der Belieb, das nicht daran gespart. Nun, Marquis, sind Sie zufrieden? Ich bin die Kloster für verschieden. Der Sohn verdient, der Miet, mein König auch. Und für Absicht zu erreichen, lass uns schlau zu Werke gehen, lass uns schlau zu Werke gehen. Warum leid, warum leid, mit Vorsicht, werde jeder Schritt getan. Von Moskau ist da. Die Empörung ist allgemein. Tod und Hölle, es ist die höchste Zeit. Mein Gott, was soll das bedeuten? Das ganze Haus ist von Soldaten umringt. Sind Sie der Bürgermeister von Sardam? Der bin ich. Uns wurde angezeigt, dass sich auf den Schiffswerften Fremde einfinden und eine große Anzahl von Arbeitern weglocken. Es soll jeder Fremde, der sich nicht legitimieren kann, verhaftet werden. Verhaftet und eingesperrt. Meine Maxime. Halt! Ich hab's. Seit heute Morgen habe ich schon verdammt. Schon seit geraumer Zeit bemerke ich ihr Gesichter, die mir ganz unbekannt, und die gehören sicherlich zu den Gelichtern, das man soeben mir genannt. Hier von diesen beiden Lappen habe ich einen ausersehen. Denn was hast du hier zu schaffen, wirst du gleiches mir gestehen. Es handelt des Königs von Frankreich und Navarra, Marquis von Chateauneuf, entfand mich. Oh weh, was hab ich da getan? Da kam ich gleich beim ersten Übel an. Vergebung, euer Gnaden, denn ich irrte mich. Den an ihrer Seite, ja, den meinte ich. Der Sonntag, der Fritschen feierte, das Bettel, werde ich getan. Gott segnet
ich verliere den Verstand. Wohin ich mich auch wende, hier in dem Kreis erlieg ich ein unverwundes Lied. Der Lotria getrieben, wird mein Ansehen so geehrt. Ihr Leute hört von denen, hier sich nichts ermitteln lässt. Drum hört mich an, was ich ersann. Gleich packt mir die zwei Burschen fest. Wie ich, was ein Mann. Die Fahne weich gefahren. Hey, aus dem Gesicht, mir aus dem Gesicht. Wisch ich ins Staatspapier nicht. Es ist das Wort nicht möglich. Dann packt mir dieser Meister. Wissen Sie, was Sie wagen, das ist der Zar. Ach, was Sie sagen, der klug, der pfiffig, der schlau, der fein. Nun wollen alle wieder Zerr sein. Abgetan, man will sich im Exil. Ich lasse alles arretieren, ich lasse alles arretieren. Gesandte, Zerre, Zirte, Gäste, alle sperrt ein, mich um rein. So ist das Beste. Oh, mag es mir zu nahen, der Lohnlos am lieben Haar. Im Kopf zu seinen Fissen, in dem Staube soll zu sein Vergehen gießen. Oh, das will ich, oh, das war es. Lasset ohne Zeit verlieren, die kann da die uns probieren, die zu anderen Zwecken zwar verfasst, sich jedoch die Herrgre fasst. Da in der Kirche über Hexen und Noten singt, so ist es ganz natürlich, dass es hier euch auch gelingt. Nehmt die Noten in Ruhe an, jetzt fang ich mein Solo. Jetzt fang ich mein Solo an. Weil seit dem Tag an, welchen du bei uns erschienen, tiddeldum, das ist das Zwischenspiel. Es ist schon lange her, es ist schon lange her. Oh, wie schön die Worte, wie schön die Worte fließen, wie ein Fläschlein über Wiesen, gar nicht Flüssigkeit, natürlich unter Stil und natürlich. Aufgepasst, ich habe alles Auge und Ohr, denn noch einmal trage ich die Stelle vor. Nur ich weiß nicht so viel und kann auch auf dich ins Spiel. Es ist, ich sagte es schon, für Instrumentenreflexion. Ach, es ist Instrumentenreflexion. Weil seit dem Tag an, welchen du so hoch, ein, ich verstehe, du weißt, es ist mir.
entsetzen, alle Haare eins und aus. Darin bin ich eurer Meinung, jeder singe wie kann. Fange nur meiner Reifung noch einmal von vorne an. Jetzt hat sie für den Chor. Bravo! Sagen es, also muss es doch wohl wahr sein. Also doch, und so auf einmal. Ach du lieber Himmel, was soll denn da aus mir werden? Als Kaiser kann er mich doch nicht heiraten. Was wäre denn da zu tun? Ach, reden Sie ihm zu, dass er wieder abdankt. Wenn es aber das Wohl von vielen Tausenden gelte. Von vielen Tausenden? Das ist etwas anderes. Liebe Marie, Ihr Glück liegt mir am Herzen. Und gelingt mein Plan, so führe ich Sie heute noch in Iwanows Arme. Wer mögen Sie? Ach, sehen Sie, Sie sind mir auch so ein Heimlicher. Mögen Sie mich halten für was Sie wollen, mein Wort darauf. Iwanow wird Ihr Mann. Er darf aber vor einer Stunde keine Silbe davon erfahren. Für jetzt müssen Sie ihn als Kaiser behandeln. Das bedinge ich. Oh, ich werde nichts verraten. Leb wohl, lieber Michailow. Ihr sollt in Zukunft ein Mitglied unserer Familie sein. Bei der Verlobung, bei der Trauung, bei der Hochzeit, bei der Taufe. Bei allem, was vorfällt, sollt ihr der Erste sein. Glückliche Menschen, euch lächelt froh die Zukunft wie in der Kindheit goldenen Tagen, wo noch kein Kummer die Seele drückt. Mit Krone und Stern, was schwirrt schon als Kind, ach, ich schwang es so gern. Gespielen und immer bedrohte mein Blick, trockert ich zum Schosse des Vaters und liebkosen sprach er, lieb Knabe, bist mein. Oh selig, ein Kind noch zu sein. Michailow, er hört nicht, rätselhafter Mensch. Zwar, wenn ich recht bedenke, was sollen denn die Menschen aus mir machen? Der Bürgermeister nennt mich Majestät, man huldigt mir, und wenn ich frage, was das bedeutet, so hüllen sich alle in Schweigen. Ach, noch eine Frage, Herr Michailow. Aha. Ach, du bist es. Ja? Eure Majestät sind es. Darf eine niedere Magdeswagen sich eurer Majestät zu nahen. Hör
Braut Maria, lass die Possen, ich bin gar keine Majestät. Oh, Majestät, sie zu bescheiden, ich weiß es besser, wer sind Sie? Dann bist du zu beneiden, wer bin ich? Sag mir's geschwind. Du bist ein Spitzbub. Ich, Maria. Was tue ich? Meinst du dein Herz? Ja, allerdings dein Herz, das fahl ich dir. Herr Gott, es ist ja viel zu früh, mich ja noch verboten fiel. Du hast mich zum Besten, gleich gib mir Kunde, wer könnte wohl unser Fürsprecher sein? Ich bleibe stumm und vor einer Stunde lass ich dich in keinem Raum ein. So geh nur. Das tu ich. In Gottes Namen. Empfehl mich. Diener. Das klingt sehr galant. Majestät, gehen wohl der Führung mit Dorn. Sehr viel, das tu ich, hab ich stets getan. Was gibt's? Ja, seh doch, da seh doch die Duckmäuser an. Wart nur. Später werd ich dir gedenken, was ich als Leide, die Spielerei bin ich dir niemals schenken. Wart nur. Ist nur die Stunde erst vorbei. Wart nur. Ist nur die Stunde erst vorbei. Teuer noch zu mir bezahlen. Teuer sonst nicht bezahlen. Teuer sonst nicht mein Leben ein. Doch, der Anfang des Glückes sein. Der Anfang des Glückes sein. Was soll das auch der Anfang des Glückes sein? Was soll das auch der Anfang des Glückes sein? Das ist zum Rasenpferden. Der Hafen ist gesperrt. Meine Ehre, mein Leben steht auf dem Spiele. Wenn's so ist, dann muss ich meine Majestät ins Mittel schlagen. Da, Lies, ich ernenne dich zu meinem Geheimsekretär und nehme dich mit auf meine Yacht. Wie kommst du zu diesen Papieren? Oh, lieber Gott, wie eine Majestät zu so etwas kommen kann? Herrlich, wir reisen noch in dieser Stunde. Was soll denn aus Marien werden? Für euch ist gesorgt. Nimm dieses versiegelte Papier und gelobe mir, es vor einer Stunde nicht zu öffnen. Kommst du mir auch mit der Stunde? Du willst nicht. Ach, versteht sich, her mit dem Glück. Jetzt gib mir aber auch meinen Pass wieder. Später. Aber Michailow. Gehorche! Na warte, du bist der Erste, den ich nach Sibirien schicke. Des großer Held dir gefallen, wenn ich entzünden dein Auge zugleich, wird es uns hochbeglückten allen ein ganz besonderes Vergnügen sein. Diesen Ochsen nun zu ersetzen,
gab ich mich her und habe zierliche Reime verfasst. Dass sie mir die Herzen nicht zerstücken, im Flusse muss das Ganze gehen. Hiermit gebe ich meine Einwilligung zur Verheiratung des kaiserlichen Oberaufsehers Peter Iwanow, das bin ich, mit der Nichte... Das bin ich? ...des Schwachköpfigen... Das bin ich. An diesen huldreichen Worten erkenne ich den Zar. Seht ihr, da steht er, der Peter. Auf die Knie, schweren Nöter. Es lebe der Zar! Es lebe der Zar! Mit Gräfke war manches Ball noch vollenden. Stolze Schiffe sollen meiner Huld gnädige Grüße